Minsk-Stufe erhöht. Wir kennen ja das Spielchen. Schwierigkeitsgrad 1 runterstellen. Weil mit 81 hat Minsk nicht so viel. Eine zusätzliche Waffenfähigkeit. Rettungswurf um gegen Tod reduziert um 2. Wow, die Rettungswürfe sind aber gut geworden. ETW reduziert, ein zusätzlicher Treffer, 12 Trefferpunkte. Und ja, ich gebe Minsk auf jeden Fall Zweihänder-Kampfstil. Weil alles andere rentiert sich nicht so wirklich. Ich könnte ihm noch Langschwerter geben, dann könnte er mit zwei Langschwertern kämpfen, statt mit Streitkolben. Aber mit Zweihänder ist Minsk irgendwie besser dran, finde ich. Das hat ein ETW von 6, ja. Gut. Schwierigkeitsgrad wieder hochstellen. So, dass ich das ja nicht vergesse. Keine große Herausforderung. Zauberrolle. Okay. Schutzumhang, das müsste Yahiras Haar sein. Das ist eine von Yahiras Haarlocken. Sie wurde offenbar von Baron Pearl dazu verwendet, Yahira zu verfluchen. Ja, der Fluch müsste dann aber nachlassen, wenn wir gerastet haben. Stabschleuder plus 1 haben beide, also kann die verkauft werden. Symbol der Furcht ist ein Grad 8 Zauber. Und hat gefehlt. Gut. Ich warte. Nun gut. Scheuser beschwören. Der hat geklappt, aber Grad 8. Das kann noch eine ganze Weile dauern. Wir haben noch nicht mal Grad 6 freigeschalten. Wir haben gerade mal einen Grad 5, was. Ablenkung, Notfall. Verbesserte Hast, oh ja. Wir haben normale Hast schon. Warum habe ich das nicht drin? So, nehmen wir mal eine normale Hast mit rein. Ja. Was immer ihr wünscht. Ich denke, ich bin so. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. So, Yoshimo, du suchst mal nach Fallen. Scheint aber keine hier zu finden. Geld. Eine Nachricht. Mr. Pleuer, wir haben die notwendigen Zauber vorbereitet und warten auf euren Befehl. Wir werden dabei nicht so effizient vorgehen, wie es uns möglich wäre, sondern eurem Wunsch nach mehr Schmerz und Elend entsprechen. Wir haben eure Bezahlung gehalten, obwohl sie eigentlich nicht unserem üblichen Honorar entspricht. Wollen wir uns vorübergehend damit zufrieden geben, um auf eure angespannte finanzielle Lage Rücksicht zu nehmen. Wir werden zuschlagen, sobald wir ihren Standort ermittelt haben. Ja, das ist eine Nachricht. Nachrichten packe ich ja hier rein. Das heißt, wir könnten noch mal in eine Falle treten. Fragt nur, wenn ihr es wollt. Wenn wir jetzt das Gebiet verlassen. Natürlich. Nö, scheinbar nicht. Gut, Airy braucht zwei Identifikationszauber, denke ich mal. Zwei magische Geschosse reichen fürs erste auch. Ja gut, Yahira liegt nicht mehr im Sterben. Die Stats sind halt immer noch nicht so toll. Ah, das dürfte trotzdem reichen, um sich in der Kupferkrone die Hinterzimmer anzusehen. Weil die Aufgabe mit Yahira haben wir jetzt abgeschlossen, oder?
Jan Jansen im Gefängnis. Ja, hier und bei Baron Pleuers Fluch. Baron Pleuer ist tot und an seiner Leiche habe ich eine Locke von Yahira gefunden. Sie hat vermutlich dazu gedient, den Fluch auf sie zu fixieren und hat außerdem verhindert, dass der Fluch auf normalem Wege gebannt werden konnte. Jetzt, da wir die Locke wieder in unserem Besitz haben, sollte es eigentlich ausreichen, wenn wir uns irgendwo ausruhen. Yahira müsste sich dann ganz normal erholen. Ja. Wenn es das ist, was ihr wollt. Gut, soviel zum Baron Pleuer. Jetzt gehen wir uns mal das Hinterzimmer angucken. Da könnten wir hier durch oder aber auch hier oben durch. Nun, wir sind mitten in Ammen. Und was jetzt? Also, wenn das keine Fangfrage war. Wo auch immer uns die Spur des Goldes hinführt. Ich habe bei meiner Gefangennahme vieles verloren. Ich möchte das wieder wettmachen, bevor ich von hier verschwinde. Wollt ihr eigentlich eine geografische oder eine moralische Antwort auf eure Frage hören? Definitiv eine moralische. Ich muss das Gleichgewicht in allen Dingen hüten und ihr könnt eine große Rolle darin spielen, es zu gefährden. Das liegt an dem, was ihr seid. Pure Neugier, dann bekommt ihr damit klar, ein Kind Bals zu sein. Es ist wichtig, dass ihr euch für den richtigen Pfad entscheidet. Ich werde nach meinem Gutdünken entscheiden, welchen Pfad ich nehme. Wer kann schon den Pfad entscheiden, welcher Pfad für mich der richtige ist? Natürlich werdet ihr das schlussendlich, aber andere, so wie ich, müssen dann mit dem Ergebnis fertig werden. Ihr wisst doch nur zu gut, dass ich eine Hafterin bin. Ich würde es hassen, wenn ihr euch entscheidet, zur Kehrseite meiner Prinzipien zu werden. Du siehst böse aus. Oh, ach, hier sind nur die Gästezimmer dann, hä? Ja, die sehen nur aus wie Gästezimmer, die heruntergekommenen Gästezimmer. Hi. Schnarch, okay. Ihr braucht mal. Yoshimo ist bereit. Yoshimo, schau mal, was sich hier so alles versteckt. Ich warte. Keine große. Außer Fallen. Okay. Ein bisschen Schmuck ist nie verkehrt. Oh. Yarin. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Meine Tage als Dieb liegen jetzt weit hinter mir. Der beste Taschendieb, den es je gab, hat sich zur Ruhe gesetzt. Aber du hast da eine Falle platziert. Okay, du bist nicht stinkig, wenn ich plündere. Denn das sind. Diese Handschuhe sehen schick aus. Diese Armbänder. Ein Säurepfeil. Den wir bereits haben. Gut. Ich brauche einen Schluck starkes Lynis. Ah, oh, pardon. Ich dachte, ihr wärt schon wieder dieser fürchterliche Geist. Wieder? Seid ihr schon mal von einem Geist besucht worden? Oh ja, leider. Ein Geist sucht mich manchmal auf. Fürchterliches Banksing, das Ding, dieses Vieh. Warum sollte ich ein Geistheim suchen? Oh, ich weiß nicht, kann ich nicht genau sagen. Entschuldigung, aber hier sind meine Privatgemächer. Könnt ihr jetzt gehen? Ich gehe. Okay, in Ordnung. Ich gehe schon. Das nächste Mal steige ich gefälligst nicht so von hinten an die Leute ran, wenn die sich in ihren Privatgemächern aufhalten. Beim Musk. Ich habe euretwegen fast einen Herzinfarkt erlitten. Hast du auch eine Falle hier? Nö. Das ist aber ein Schloss. Bringt nur leider nichts. Ja. Gut. Nun gut. Da geht's wahrscheinlich auch in die Hinterzimmer, aber wir gucken uns hier mal weiter um. Pris. Hallo, Leute. Ihr solltet wohl besser mit Rumi hier sprechen, okay? Uma. Meine Leute hat mir ganz schön eingeheizt. Hey, ihr da, wisst ihr zufällig, ob mein zänkisches Stück Weib noch immer in der Taverne ist, um nach mir zu suchen?
Keine Ahnung, wer ist denn eure Frau? Da müsst ihr Aruma sein. Oh ja, sie sucht euch noch. Das kann man wohl sagen. Tut mir leid, keine Ahnung. Keine Zeit, über sowas zu sprechen. Ja, sie sucht euch. Wirklich? Ach, bitte seid so nett, wartet ihr nicht, wo ich bin. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt mit meinem kleinen Tollpatsch hier. Nicht wahr, mein Dummchen? Oh, oh. Okay. Der macht Sachen mit Frauen. Möchtest du gerne etwas Aufregendes erleben? Was soll das hier? Die Leute anzurempeln. Raus, raus, sag ich. Okay. Da hinten ist eine Kiste. Und hier ist noch eine Madame Nin. Mit der sollten wir uns, glaube ich, sogar unterhalten. Hier hinten ist die Zimmertür offen. Da sind die Gemächer wahrscheinlich leer. Ja, sind sie auch. Hier ist nämlich nichts. Und du, Junge, wurdest wohl in der Honeymoon Suite zurückgelassen. Schnapp, schnapp, kicher, hi, hi. Wobei das alles Herzchen-Dinger sind. Okay, dann reden wir mal mit Madame Nin. Möchtest du gerne etwas? Seid gegrüßt, meine Fürstin. Ich bin Madame Nin und ich bin hier, um euch euren Aufenthalt zu versüßen. Habt ihr Interesse an einer Begleitung, meine Fürstin? Nein, danke, mir ist momentan nicht nach derlei Aktivitäten zumute. Das hängt ganz davon ab, was mich diese Begleitung kostet. Ich glaube schon, wie kommt man denn in den Genuss? Vielleicht sollte ich mich lieber auf den Weg machen. Bitte entschuldigt mich. Fangen wir doch mal nicht, was es kostet. Nur eine bescheidene Summe, mein Fürstin. 50 Goldmünzen kostet ein Zimmer für den Abend inklusive Begleitung. Soll ich euch jetzt eine Begleitung auswählen? Nein, vielleicht sollte ich jetzt besser gehen. Das muss euch jetzt nicht peinlich sein, meine Fürstin. Kommt wieder oder auch nicht, wenn ihr wünscht. Ja, wenn man jung ist und das Spiel spielt, hat man halt keine Ahnung, was hier vor sich geht. Erst jetzt, wo ich wieder spiele, merke ich, dass es doch solche Sachen auch in Baldur's Gate gab. Hm, erzählt mir mehr davon. Gut, wir können hier nach unten gehen. In die anderen Hinterzimmer. Steht bequem, Bürger. Seid willkommen und erfreut euch der exklusiven Unterhaltung der Kupferkrone. Schaut euch nur um. Ja, wir haben ja Zutritt in die Hinterzimmer gekriegt. Hier scheint es wohl hoch zu gehen. Ja, hallo auch, werte Kunden. Willkommen in der Grube. In der Grube, da führt hier auch Tierkämpfe durch. Etwas viel Besseres. Hier gibt es die allerbeste Live-Unterhaltung. Echte Kämpfe zwischen Menschen und Bestien, dargeboten zu eurem Vergnügen. Hier sieht man so, wie sich Leute bekämpfen, um sich daran zu ergötzen. Warum tut man nur so etwas? Diese Männer, die kämpfen doch nicht freiwillig, oder? Er sieht selbst wie die Gladiatoren der Kupferkrone in der Grube um ihr Leben kämpfen. Gesellt euch ruhig zu den Edlen auf dem Zuschauerbalkon dort oben, meine Fürstin. Gladiatoren, es gibt Leute, die bereit sind, ihr Leben in eurer Grube zu riskieren. Ist so etwas nicht ungesetzlich? Ich verstehe, weil es der nächste Kampf. Danke sehr, ich gehe jetzt. Da riskieren wirklich Leute ihr Leben? Bereit oder nicht bereit, das ist kaum ein Unterschied. Die Gladiatoren kämpfen, um unsere Kunden zu erheitern. Ich bin sicher, ihr werdet mir zustimmen, dass sie eine ausgezeichnete Vorstellung geben. Ihr meint, es sind Sklaven? Sklaverei ist solch ein drastisches Wort, mein Fürst. Wir betrachten sie hier mehr als gekaufte Angestellte oder eine exzellente Quelle der Unterhaltung. Geht nur rein oder überzeugt euch selbst. Ist sowas nicht illegal? Die Gesetze sind nur eine Formsache. Die Belustigung hier dient eurer Unterhaltung. Soll sich doch Letinan und sein Personal um die Rechtsgültigkeit kümmern. Ja, wir können nochmal fragen. Bla bla bla. Was ist der nächste Kampf? Wie ich hörte, steht sehr bald ein Wettkampf an. Geht nur rein, mein Fürst, und seht selbst. Ja, ich gehe jetzt. Ihr wollt, mein Fürst, viel Vergnügen. Okay, wir können uns da oben die Gruben ansehen und wir können wohl hier in die Käfigbereich gehen, hä? Nee, hier sind die... Wie sagt man so schön, die Morphiumhöhlen. Es war doch Morphium, oder? Oder Opium. Ich heiße euch willkommen. Ich habe heute schon zweimal gewonnen, weil ich auf Hendak gesetzt habe, diesen Kampfsklaven. Ein wundervoller Mann, der. Ja, das sind Opiumhöhlen auf jeden Fall. Einen wunderschönen Tag. Wir haben Schwarzen Lotus hier. Hat aus dem entlegensten Hafen zu uns gefunden. Hm, was für ein luxuriöses Leben. Ach so, Schwarzer Lotus, stimmt, da war ja was.
Und schnarchender Zwerg. Okay. Da geht's irgendwo rein. Wo immer Minsk auch hingeht, ja, macht das Böse einen Schritt zur Seite. Ihr müsst eure